Die Vorbereitungen für die 300-Tonnen-Klasse laufen gerade. Der Bremswagen wird noch eingestellt. Wir haben auf jeden Fall den amtierenden Europameister am Start, das Green Monster. Dann den Ivan, der momentan im Heavy Modified Eurocup wirklich, ja, ziemlich überzeugen kann, finde ich. Das Moneypit 2 natürlich wieder da. Freut mich sehr. Der Moneypit 1 hat gestern schon mal eine Demo gefahren. Da konnte er auch noch nicht ganz so, also es ging einigermaßen vorwärts, aber noch nicht so, ja, noch nicht so 100%. Lag daran, dass der Gastzug einen Knick hatte und dann am Ende abgerissen ist. Und ja, natürlich, der Wolpertinger 2.0, ganz besonderer Traktor mit dem Pratt & Whitney Sternmotor. Und jetzt höre ich das Green Monster laufen. Jetzt geht es los. 3,5 Tonnen freie Klasse. Und jetzt kommt er reingefahren. Jannis Rüther, auch Hansen genannt. Green Monster mit zwei Allison Flugzeugmotoren. Aufgeladen mit Frankenstein-Ladern. So selbst konstruierte Lader. Und jetzt wird es auch laut. Jetzt fange ich auch selber an, ein bisschen weniger zu hören. Ja, so macht wieder Spaß. So macht das richtig Spaß. Leistungsmäßig bewegen wir uns so ziemlich in das Stärkste, was wir in dieser Klasse haben. Da sind wir, boah, ich sag mal so, wir sind so um die 5.500 bis 6.000 PS bewegen wir uns hier. Die Motoren aus einem P-51 Mustang, Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg gefahren, aus den USA gekommen. Das Team damals einen ganzen Schwung Motoren aufgekauft, ein riesiges Lager haben sie noch zu Hause. Aber mittlerweile von den Motoren kaum noch was Original. Das ist alles Eigenkonstruktion, alles selbst gebaut. Und um überhaupt diese Leistung da rauszukriegen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich glaube, jetzt können wir uns auf richtig, richtig schnellen Full-Pull hier freuen. Der Service-Schlepper muss noch von der Bahn. Die Flakfrau steht bei 120 Metern. Die Hardcore-Insider wissen, was jetzt kommt. So, die Zugkette ist stramm. Und jetzt kommt er. Jannis Rüther, Green Monster. Boah, da wollte Hans nochmal abbiegen. Aber Pull, Pull. Wahnsinnig. Das ist der gasklare Pull, Pull, der Einzug ins Finale. Und die Motoren sind abgestellt. Sehr, sehr geiler Pull. Einzug ins Finale gesichert. Nächster Starter ist jetzt der Ivan. Das Team rund um Martin Ortgras. Auch wie gesagt, im Eurocup dieses Jahr finde ich, also meiner persönlichen Meinung läuft es da sehr gut. Das Team kann sehr zufrieden sein mit der Leistung. Haben unter anderem die Vierfachturbine aus Frankreich, den Le Redoutable, schon in die Schranken verwiesen. Der Traktor, ja, seit mit Ende der 90er Jahren unterwegs. Martin Ockers natürlich schon lange, lange, lange vorher am Fahren. Unter anderem den Wusel gebaut, den Kometen mit dem Sternmotor, der frontgelenkte Sternmotor. Und dann irgendwann kamen die Hubschrauberturbinen auf. Und ja, mit denen fährt Martin und sein Team schon dauerhaft Christian Sommer, beziehungsweise auch, aber ich glaube heute fährt Martin. Sieht aus, als wenn Martin am Steuer sitzt. Genau, sie fahren immer vor mit diesem Audi-Motor, der wird vorne angeflanscht. Damit können sie quasi den Traktor vor dem Bremswagen fahren. Jetzt wird der Motor so geschaltet, dass er die Turbinen andreht. Wichtig zu wissen für euch, an den Traktor laufen jetzt nur zwei Turbinen, weil sie dadurch, dass sie zwei Turbinen haben, eine Gewichtskompensation fahren können. Das heißt, sie dürfen 200 Kilo mehr Gewicht fahren. Das Team bringt es am Ende mehr, nur zwei Turbinen zu fahren, dafür mehr Gewicht zu haben, als wenn sie mit drei Turbinen und 3,5 Tonnen Gewicht fahren. Das ist vielleicht mal eben für eine kurze Information. Deswegen, die fahren nur mit zwei Turbinen. Und jetzt, ja, die Turbinen starten an. Jetzt haben sie die Leerlaufdrehzahl bzw. die Standdrehzahl erreicht. Motor wird abgekuppelt. Die Walze von der Bahn. Und jetzt kommt die grüne Flagge, Martin Ortgras mit Ivan. Okay.
Und auch hier haben wir einen lupenreinen Fullpull. Damit auch Martin im Finale. Martin Fullpull. Martin zufrieden mit dem Pull. Schön ruhig gefahren. Nase gut gehoben. Damit können Sie, denke ich mal, auch sehr zufrieden sein. Dann bin ich gleich mal gespannt, was wir im Finale dann von ihm noch wieder sehen. Und jetzt kommt der Lokalmatador. Jetzt kommt das Money-Pit-Team, das Pulling-Team Allgäu mit dem Money-Pit 2. Der Traktor im Jahre, ja, im Winter 2008, 2009 aus den USA importiert worden. Dort bei der Familie Bollinger gelaufen. Zwei Allison-Flugzeugmotoren sind aufgebaut, die nicht ganz so scharf gemacht sind wie die vom Green Monster. Aber leistungsmäßig bewegen wir uns da immer noch um die, ja, ich sag mal, 5000 PS sind wir ja schon. Also es ist nicht so, dass der Money Pit keine Leistung hat. Die haben sie definitiv. Ja, ich persönlich freue mich immer sehr, wenn das Team da ist, weil ich mag Allison. Ich mag Allison sehr gerne. Mittlerweile wieder eine ganz junge, dynamische Truppe zusammen, die auch richtig Bock haben. Man hat sie auch schon in Fügdorf dieses Jahr gesehen. Und sie wollen auch noch andere mehr Veranstaltungen wieder fahren jetzt. Sonst ja immer nur so, ja, manchmal gar nicht am Start gewesen, weil es die Motoren nicht geklappt hat und wieder was kaputt. Und dann vielleicht mal nur die Heimveranstaltung hier in Krummbach gefahren. Und jetzt so seit letztem Jahr passiert da wieder mehr. Und wie gesagt, mich freut das sehr persönlich, weil, ja, ich sag mal so, mit dem Money Pit 1, ich habe 1996 mit Traktor Pulling angefangen mit 2 Jahren. Und der war der Money Pit 1, ja, 97, glaube ich, erste Saison hier. Das ist so ein Traktor, mit dem ich groß geworden bin. Und deswegen freut es mich immer sehr, dass dieser Traktor, dass dieses Team generell mit den beiden Traktoren am Start ist. So, Motoren waren schon einmal kurz an. Oder einer zumindest. Ui! Backfire, aber jetzt läuft er. So. Ein Motor läuft. So, und jetzt der zweite Motor auch am Start. Einmal kurz im WWP-TV-Chat. Ich muss da gleich immer mal drauf eingehen, da sind noch ein paar mehr Fragen. Muss ich gleich nach dem Pull einmal machen. Jetzt, wie gesagt, erstmal der Pull vom Money Pit 2. Und auch hier Full für das Pulling-Team Allgäu. Ganz, ganz, ganz toller Zug. Hat sich ein bisschen schwer getan, aber sie sind im Finale auch mit dabei. Freut mich sehr. Also kurz zum WWP-TV-Chat. Muss der Bremswagen zwingend auf der Bahn bleiben oder zählt nur der Trecker? Beim Pull selber zählt nur der Trecker. Wenn der Bremswagen die weiße Linie überschreitet, zählt das nicht. So, zurück zum Money Pit. Full Pull. Sehr zufriedene Gesichter. Das wird ein tolles Finale. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, ich sag mal, weltweit einmaligen Traktor. Der Volpi 2.0. Sepp Ries und sein Team, grundsätzlich zur Geschichte, die sind ja auch schon seit Mitte der 80er unterwegs gewesen. Mit der Lady Emily, später dann dem Wolpertinger mit den Rolls-Royce Griffin Motoren. Und ja, der Wolpertinger dann vor 15 Jahren oder so ist er mal wieder dann auf der Bahn gewesen. Dann hier und da haben wir mal wieder eine Veranstaltung mitgemacht. Und dann ist er ja in der Corona-Zeit verkauft worden in die Niederlande. Dort fährt er in einer, nicht in der NTTO, sondern in der ITPV mit. Und das Team selber hat sich diesen Sternmotor gekauft, den Pratt & Whitney R4360. Ein Flugzeugmotor mit 71 Litern Hubraum. Und dieser Motor wird
gibt es nur beim Wolpertinger aufgebaut. Also kein Traktor in Europa und auch in den USA nicht oder sonst wo hat diesen Motor aufgebaut. Das heißt, es ist ein einmaliges Projekt. In Füchtdorf ging das schon überraschend gut nach vorne. Also da saß ich tatsächlich auf der Tribüne und habe gedacht, so, damit habe ich nicht gerechnet. Dieser Motor hat definitiv Potenzial. Die Vielfalt in dieser Klasse ist das natürlich ein super Problem. Ich höre gerade von Tommy noch, 28 Zylinder sind verbaut, also das ist definitiv kein kleiner Motor. Aber welcher Motor ist auch klein und hat einen 70 Liter Hubraum? War es noch? Hubraumangaben unter 2 Liter sind Softdrinks, ne? Ja, der Motor läuft und er läuft erstaunlich gut. Und ich bin sehr gespannt. In Holzheim haben sie sich komplett das Getriebe zerlegt, da war gar kein Pullen möglich. Das ist wieder heile. Und jetzt sind wir mal wirklich gespannt. Was kommt jetzt? Volpi 2.0, Sepp Ries. Ah, noch ein paar Startprobleme. Probleme beim Schalten oder? Nee, der Gang ist drinne, Kette ist stramm, jetzt sollte es losgehen. Ja, toller Pull. Vom Repris. Sascha analysiert gerade über mein Ohr, das könnte die Kupplung gekostet haben. Da scheint die Kupplung, ja, jetzt sehe ich es auch, die Räder drehen gar nicht richtig mit. Da hat es die Kupplung gerutscht, das habe ich tatsächlich von hier so gar nicht gesehen. Da hat die Kupplung gerutscht und ja, die ist definitiv heiß. Also könnte sein, dass wir vielleicht keinen zweiten Start mehr sehen heute. So richtig auf der Hinterachse. 70 Meter 13 haben wir als zweite, 70 Meter 13. Mehr Motor als Traktor fast. Also ich denke mal, jetzt in der 3,5 Tonnen wird er auf gar keinen Fall nochmal starten, weil er müsste jetzt direkt wieder zum Bremswagen und wieder starten. Er hätte jetzt quasi dann keine Startfrist von 5 Minuten, sondern er hätte jetzt eine Zeit von 6 Minuten, um einfach ja, ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Aber ich glaube, so schnell kriegt man den Motor auch nicht runtergekühlt zu sein. Man will wahrscheinlich einmal im Sicher gehen. Ob die Kupplung, dass den Pull überlebt hat. Ja, auch die Kupplung müsste jetzt eigentlich nachgestellt werden und die ist jetzt kochend heiß. Da kannst du Spiegeleier drauf braten, bevor die wieder an die Kupplung können. Ich glaube, da sind wir 2 Stunden weiter. Ich denke, also jetzt wird auf gar keinen Fall ein zweiter Startversuch wahrgenommen werden. Das heißt, ich würde jetzt mal pauschal sagen, wir kommen jetzt zum Finale. Und ja, Green Monster, Ivan, Money Pit sind dabei. Wird definitiv nicht langweilig. Also er wird den zweiten Lauf nicht wahrnehmen, weil das ja ein Wahnsinnstraktor, Wahnsinnsmotor. Und sehr, sehr toll, dass wir diesen Traktor hier in Deutschland haben. Also, schaut ihn euch an. Wenn ihr ihn mal auf Veranstaltungen seht, geht auch mal ruhig hin. Schaut euch den Motor von näherem an, weil ja, sowas sieht man nicht jeden Tag. Außer man ist jeden Tag beim Traktorpulling. Ja, ich bin tatsächlich bei euch. Also Scream Monster ist auch mein Favorit. Den Ivan sehe ich auf 2 und ist ein Moneypad auf 3. Aber wir sind hier beim Traktorpulling. Da kann immer mal was anderes passieren. Also wir warten es mal ab, was jetzt kommt. Sie auf jeden Fall, das Green Monster wird in den Startbereich gezogen. Und wer mal sehen möchte, wie das alles so läuft. Wir haben auf unserem Kanal in Grimmen mal so ein kleines Video gemacht vom Startprozedere vom Green Monster. Wie das alles so läuft im Vorstart und sowas. Schaut es euch mal an. Sind nur 2 Minuten eures Lebens. Kleines Video mal. Und da kriegt man auch so ein bisschen von diesem Alliston Sound mit, der wirklich so einmalig ist. Also wie gesagt, wenn ihr da nochmal die Chance habt, falls ihr jetzt im Livestream seid und nicht so oft beim Traktorpulling seid, guckt mal auf die Seite der DTTO. Ich gehe da gleich auch nochmal so ein bisschen drauf ein, auf den Terminkalender, auf wo wir noch so zu sein werden. Dann werde ich auch nochmal so ein paar Veranstaltungstipps geben. Schaut da mal einfach rein auf die Kalender und guckt an euren Kalender, wenn ihr Zeit habt, fahrt hin. Also es lohnt sich einfach.
So, und jetzt Green Monster wird vor den Bremswagen gestellt. Amtierender Europameister immer noch. 2019 in Brande in Dänemark sind sie Europameister geworden. Ja, dann kam das böse Wort mit C um die Ecke. 2 Jahre kein Traktor-Pulling und letztes Jahr hat es aufgrund von Zollrichtlinien nicht geklappt, eine Europameisterschaft in England auszufahren. Dadurch wurde sie abgesagt und das Ganze als Mitas Euro-Challenge gelaufen. Damit sind sie halt seit 2019 amtierender Europameister. Und ich will mir mal festlegen, damit sind sie der längste Europameister in der 3,5-Tonnen-Klasse in der Geschichte. Ja gut, aber wenn du die verteidigen musst, dann ist es auch nicht so schwer. Aber ich bin gespannt. Dieses Jahr die Europameisterschaft wieder im Brande. Schauen, ob sie das dieses Jahr verteidigen können gegen den Lambada, der momentan in den Niederlanden den Ton in der 300-Tonnen-Klasse angeht. Aber jetzt lassen wir uns erstmal überraschen, was geht für Scream Monster hier im Finale in Krumbach. Dirk steht noch am Traktor. Geht dann nochmal zum Allison hin. Ja, hat nochmal eine Kleinigkeit nachgestellt. Jetzt aber, Kette ist stramm. Green Monster, Jannis Rüther in Krumbach. Jawohl, und das ist ein lupenreiner Fullpull im Finale. ...109,69 Meter für das Green Monster im Finale. 109,69 Meter. Und ich würde mich fast festlegen, dass das der Pull zum Sieg in dieser Klasse gewesen ist. Aber wir fahren im Finale vor dem Finish, das heißt 109,69 stehen am Anfangstapel. Und jetzt wird der Sieg. So, Hansen nimmt den Helm ab. Ja, sehen alle sehr zufrieden aus. Das hat gut funktioniert. Ja, Scream Monster Stage 4 wird in der niederländischen 3,5-Tonnen-Klasse mit anhaken. Das wird so, sage ich mal, dieser erste Vergleich werden. Lambada gegen das Scream Monster, wenn beide funktionieren, was geht auf der Europameisterschaft? Da wird man so mal so einen kleinen Teaser sehen. Kleiner Tipp auch dann von unserer Seite, diese Veranstaltung wird sehr wahrscheinlich auch von der NTTO live übertragen werden in einem Livestream. Also wenn ihr da nicht hinfahren könnt, das könnt ihr trotzdem sehen. Da ist Pulling auf 2 Bahnen gleichzeitig. Wie gesagt, die komplette Grand National Klasse oder die Grand National Liga der Niederlande vor Ort und dazu Eurocup in 4 Klassen. Das wird eine super geile Veranstaltung, wo ich dann auch wieder live vor Ort sein werde. Wir sind von mir nämlich nur 2 Stunden Auto gefahren. Von daher quasi auf Nachbarschaft. Genau, und da sind wir auch mal gespannt, was das Green Monster da in der Modifa-Klasse machen wird. Weil, diesen Kampf mit den Niederländern, den will ich gerne mal sehen. Und das ist dann wirklich so ein Teaser, wer könnte Europameister werden. Wenn alle vernünftig laufen, dann wird das eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. So, zurück nach Krumbach. Jetzt haben wir den Ivan wieder am Start, Martin Orgras mit seinen 3 Hubschrauberturbinen, beziehungsweise 2, die laufen. Der Audi-Motor dreht die Turbinen an und da bin ich mal gespannt, ob Martin den Green Monster gefährlich werden kann. So, Kette ist stramm, Ivan 4400 Turbinen PS. Uiuiui, das klang nicht gut, das klang, als wenn eine Turbine defekt gegangen ist. Ei.
74-72. Ich guck nochmal mit in die Zeitlupe. Ja, ist auf jeden Fall irgendwas irgendwie. Okay, Sascha sagt, klingt nach Antriebsstrang, Turbine werden eher Funken gekommen. Das Wohnhaus ist es nicht, da steckt drin. Du musst ja mit, das ist 74-42 für den Ivan. Sascha sagt, er vermutet eher der Antriebsstrang, ist es der Turbine. Ah, das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn der jetzt kaputt ist, weil dann würde er uns in der 4 Tonnen nachher auffehlen. Und dann natürlich wieder ein großer Schaden, weil sie bis nächste Woche in Putten eigentlich für den Eurocup wieder bereit sein müssen. Das wird dann auf jeden Fall eine Schrauberwoche werden. Ja, wir drücken mal die Daumen, dass da alles heil geblieben ist, und wenn es ein Schaden ist, kein großer Schaden ist. Sehr, sehr schade. Eigentlich einer der zuverlässigsten Traktoren, die wir so in der DTTO haben. Weil, ganz, ganz selten Defekte, immer läuft immer sauber, immer funktioniert immer. Und jetzt hier ein Defekt, sehr, sehr ärgerlich. Jawohl. Okay. Wir fliegen gerade noch Gerüchte rum, dass es eventuell ein elektrischer Fehler sein könnte. Die Turbine hat auf jeden Fall abgeschaltet. Wir drücken dem Team einfach die Daumen, dass sie den Fehler vielleicht sogar heute noch finden und dann in der 4 Tonnen Heavy Modified nochmal wieder anhaken können. Wie gesagt, einer der zuverlässigsten Traktoren, die wir in Deutschland haben. Da würde ich mal fast sagen, da kann der Money Pit auf jeden Fall rankommen und auch vorbeigehen. Aber der Green Monster packt, glaube ich, tatsächlich eher nicht. Also meine persönliche Einschätzung. Ich könnte aber mir vorstellen, den Ivan, den kann er packen auf Platz 2. Das wäre ein Riesenerfolg. Platz 2 auf der Heimveranstaltung. So, und die Motoren werden gestartet. So, beide Motoren laufen. Money Pit macht sich jetzt startbereit. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt tatsächlich dem Ivan gefährlich werden kann, daran vorbeigeht. Wir drücken ihm die Daumen. Das Pulling Team Allgäu jetzt auf der Heimveranstaltung. Ihr finaler Zug in der 300 Tonnen Modified. Da ist ein Motor ausgegangen. Das konnte man hören. Ein Motor hat nicht mehr mitgelaufen. Und wenn man nur die Hälfte der Leistung hat, dann kommt da nicht ran. 38, 58 höre ich. Als Zweite damit, bleibt er auf Platz 3, kann dem Ivan leider doch nicht mehr gefährlich werden. Aber gut, das ist Technik, da steckt man nicht drin, das passiert halt. Okay, laufen doch beide Motoren. Das könnte sich einer verschluckt haben. Okay, wie gesagt, man steckt nicht drin, das passiert halt, that's tractor pulling und beim nächsten Mal geht's halt wieder weiter. Genau, damit sind wir aber durch für die 300 Tonnen Modify-Klasse. Damit haben wir das Green Monster auf Platz 1, Ivan auf Platz 2, Money Pit auf Platz 3 und der Volpi 2.0 auf Platz 4.